Hallo ihr Lieben, hier ist der Matthias. Nochmal ein Update zu den Stecklingen. Ich habe ein paar in Erde jetzt eingepflanzt. Ne? Hier zeige ich dir mal. Einfach normale Erde, du kannst Anzuchterde nehmen oder ja, nimm auch andere. Hier sieht man es vielleicht gut. Ne? So, hier diese Länge, das sind ungefähr 15 cm knapp, stecken die in der Erde drin. Und hier oben habe ich, das ist halt auch wichtig, 1, 2, 3, 4, 5 Augen, 5 Knospen habe ich gelassen. Die anderen habe ich abgemacht, ja, weil die natürlich, der Sinn und Zweck ist der, die wollen natürlich Photosynthese machen. Gerade jetzt so, ne? März, April, was wir halt haben, treiben ja die Bäume überall aus, die Stecklinge natürlich auch. Und ja, je mehr Augen du da belässt und die über der Erde halt rausgucken, umso mehr Energie braucht der Steckling halt. Ne? So, deswegen ist das richtige Verhältnis halt wichtig. Ja, manche lassen auch bloß 3 Augen oder so. Ich zeige dir mal hier, habe ich zum Beispiel diese 2 von der Sommerlinde, die habe ich hier in ein größeres Gefäß sogar reingemacht, in ein größeres Pflanzgefäß, also auch mit Erde bedeckt. Und hier habe ich jetzt 1, 2, 3 und hier sind es auch bloß 3 Knospen belassen. Ne? So, weil die Blätter, sieht man ja hier, wenn das austreibt, da entstehen sogar mehrere Blätter, muss man halt versuchen, als Regel gilt zwischen 3 und 7 Augen bzw. solche Knospen würde ich belassen. Ne? Ja, ein Teil steht noch im Wasser und was ich dir jetzt hier auch zeigen möchte, um die, schau mal hier, ne, das sind die anderen, die habe ich jetzt hier nach wie vor in einem Wasserglas drin. Was du hier unten siehst, ich halte es mal in die Kamera, das sind dünne Weidenzweige. Einfach ins Wasser einlegen, das hat den Hintergrund, die Weide enthält das Hormon, was die Wurzelbildung unterstützt. Nennt man Indol-3. Buttersäure habe ich mich mal belesen. Ja, und das ist halt eine natürliche Variante, wie du die Wurzelbildung anregen kannst. Es ist durchaus sinnvoll, die Weidenzweige, naja, in so ein Gefäß hier zu machen. Ich werde mir da auch noch ein bisschen mehr davon besorgen, also von diesen, ja, dünne Weidenzweige, die jetzt halt auch austreiben, bisschen was abschneiden davon. Und das Wasser nehme ich dann auch, also wenn das ungefähr, naja, mindestens 24 Stunden gezogen hat, eher noch länger, sage ich mal, dann nehme ich das Wasser auch zum Feuchthalten von diesen Stecklingen. Also, weil natürlich dann dieses Hormon, das steckt im Wasser halt drin und regt dann hier auch das Wurzelwachstum hoffentlich an. Meiner Erfahrung nach ist es ja auch so, nicht jeder Steckling schafft das halt wirklich, dass da sich auch Wurzeln bilden. Deswegen, ja, habe ich hier auch so viele, ne? Einfach um das ja mal auszuprobieren und halt sehen, wie viele davon dann wirklich Wurzeln bilden. Ne? Die andere Sache ist natürlich die auch noch, dass ich jetzt noch nicht weiß, ja, wo kann ich die hinsetzen. Das muss ich halt gucken. Ne? Wenn du selber ein Grundstück hast, dann ist es natürlich, ja, günstig. Ne?
günstiger, weil du dann natürlich niemanden fragen musst und du bist ein Stück weit auch abhängig. Also ich habe auch jahrelang ja in dem Bewusstsein irgendwie gelebt, naja, wenn du einen Baum pflanzen willst, dann gehst du halt in die Baumschule. Das jetzt hier, das ist mir auch erst neuerdings, sage ich mal, in den Sinn gekommen. Für Sträucher, ja, da ist auch die, also Stecklinge aus Sträuchern, Stachelbeere oder so, die lassen sich auch sehr gut eigentlich vermehren. Ja, das ist sinnvoll, das über Stecklingen zu machen. Und gerade wenn du vielleicht alte Apfelbäume irgendwo hast, dann ist es auch für den Sortenerhalt ja von Vorteil. Ja? Weil das halt unmanipulierte Sorten sind. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der Baumschule, ob man da gibt es sicher auch gute Qualität. Ne? Aber das ist halt ein Stück weit Unabhängigkeit. Und schön ist es natürlich, wenn du da auch dein eigenes Grundstück hast. Ja, dann kannst du das prima eigentlich umsetzen. Also erst in solchen kleinen, ne? Und dann siehst du das ja nach mehreren Wochen, welche das wirklich schaffen. Und dann kannst du es nochmal umtopfen, sage ich mal, in ein größeres Gefäß, bevor es dann raus in die Natur kommen kann. Dass die eben erstmal ein bisschen Wurzelmasse bilden können in einem größeren Container. Gut, also das wollte ich dir sagen zur Wurzelbildung: Weidenzweig. Ja, nutze das, das ist eine natürliche Variante, brauchst du nichts, sag ich mal, kaufen irgendwo im Laden. Ja. Und man richtet dann meines Erachtens auch an so einem Baum keinen Schaden an, also an einer Weide, wenn man sich dort ein paar Zweige für einen guten Zweck halt abmacht. Na? Gut, das mal ein ja, kurzes Video, vielleicht das noch kurz, ne? Das hier, das müssten Apfelstecklinge sein, das sieht man, die haben hier so ein bisschen wie ein ja, einen leichten Filz drauf oder so, also leicht oder behaart. Die hier, das müsste ja das was anderes sein. Ja, das könnte tatsächlich Kirsche sein oder vielleicht auch was anderes. Das ist ja aus dem Gemeinschaftsgarten. Ja. Vielleicht auch was Ausgefallenes, aber weil hier auch schon die ersten Blüten da waren, nehme ich an, dass das eher so Richtung Kirsche geht. Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Gut, das soll es mal für heute gewesen sein. Bis bald, euer Matthias.